Gut. Sag doch was. Das sag ich jedes Mal. Ich krieg keine Nachricht. Nein. Du bist doch im Game. Musst du noch ausmachen. Ja. Ich hab dich. Okay, ich hab dich gerade zweimal gehört, deswegen. Okay. Guten Abend. Guten Abend, klingt gut. Warum? Im Okay, Hintergrund. jetzt solltest du mich hören, Gerrit. Scheiße, ich rede die ganze Zeit ohne Ton. Sorry, OBS hat mein Mikrofon rausgekickt gehabt. Ich hab dich gerade gehört im Stream. Du hast mich. Hä? Nee, man kann doch gar nicht. Weil tatsächlich, mein Okay. Mikrofonpegel hat er sich nicht bewegt, Jesse. Komisch. Ja, Was so. für der Gerrit, Endspurt. guten Abend dir auch. Und, ja. Irgendwie ein bisschen doof. Nee, ich habe gerade geguckt. Es stand auf Default und hat nicht den Rode Podcaster ausgewählt. Okay. Und es hat sich kein Pegel bewegt. Verdammt. Egal, passt schon. Das Gute ist, ich kann heute rumbrüllen, rumschreien, wie ich will. Es ist niemand hier oben. Die Wohnung gehört diesmal mir alleine. Wow. Angie pennt bei einer Freundin. Na, dann passt's ja. Das ist voll der Schlitzohr. Pennt die heute bei wem anders? Und muss sich nicht den Berg hochkämpfen, ey. Der erspart sich die Höllenfahrt. Halt, ich habe euch gehört. Meins! Meins! Mano, Nummer 4 hat nicht mehr gezählt. Egal. Aber auch noch Glück, Jesse. Die haben in dem Moment gerade eine Wand hochgezogen, sonst hätte ich die auch nicht gehört. Ich wollte eigentlich in die andere Richtung. Okay. Was ist das? Oh, Puls. Der letzte. Komm schon, Jesse. Oh. Nee, es zählt nie. Last one is Puls. Yep, tu ich. Und willkommen in meinem Stream. Okay. Okay, danke. Aber auf Twitch oder YouTube? Beides simultan. Du heißt? Ja, wie hier auch, Falkor. Okay, dann komme ich gleich mit. Kannst du gerne machen. Ja. Gut. Lenken wir sie mal ein bisschen ab. Ja, ich würde gerne was sehen, dann könnte ich auch sagen, ob ich Smoke kriege. Ich weiß noch nicht, wo er hingewandert ist. Oh, Ah. hinter mir. Da war Puls. Daylight Girl, grüß dich, willkommen im Stream. Das ist Kata. Kata hat schon wieder den Namen gewechselt? Ja. Oh, Kata. Kata. Ah. Okay, so. Alles klar, Captain? Basti.
dann schlaf gut, ne? Sei fit. Ja. Ziehst du dir jetzt mal die Nadel aus? Gute Nacht, Basti. Und je nachdem würde ich halt sagen, habe ich jetzt schon gesagt, bis morgen? Ach, wenn nicht, dann bis morgen. Mhm. Weil morgen habe ich ja frei. Doch, noch kann ich sagen, morgen. Mhm. Ach, was freue ich mich. Jesse? Mhm. Denk dran, ne? Wir haben ein paar viele R6-Runden mit Line vor uns auf jeden Fall. Jo. Gucken, ob live. Wir haben uns heute schon geprügelt, also passt. Ihr sollt euch nicht prügeln. Wir haben Random gespielt und was hat sie natürlich in der letzten Runde bekommen? Kev? Clash. Ach, Glass. Clash. Clash. Ach, Clash. Clash. Okay, ich hab's. Verteidigung. Au. Ja, ich muss mir das Video noch angucken. Das ist meine Hassgegnerin, das weißt du. Gegens Schild schlagen, draufschießen. Trotzdem meine Hassgegnerin. Ach ja. Genauso wie Maverick. Ja. Unterschätze niemals Line. Darf ich auch nicht. Ich hab sie trotzdem. Wenn ich nicht aufpasse, macht sie mich fertig. Der muss langsam rein. Oh, abwarten. Er hat sich ja noch recht jung angehört. Ne? Wer weiß, wie lange er schon spielt. Warte, ich könnte ja mal eben gucken. Irgendwie Level 70 oder so. 72, 703. Ja. Partygamer, grüß dich. Willkommen im Stream. Hallo Partygamer. Es sind zwei. Naja, weil er kann immer nur einen simultan aufspüren. Ja, aber ich meine, das sind zwei rumlaufen. Ach, der rennt rum, denke ich mal. Ja. Ja. Ja, gut, jetzt hat er noch einen vor sich. Nee, zwei. Smoke und ach ja, einen. Stimmt, da ist noch einer. Hast du nicht gerade eben gesagt zwei, dann hättest du drei sagen müssen. Ja, es sind zwei Fußspuren, meinte ich. Smoke hat er auf jeden Fall identifiziert. Es bleiben noch 15 Sekunden. Smoke. Der ist draußen. Ja. Mein, ich sind los. Du musst rein. Ui. Sorry. Alles gut. ja, Katha. Soll ich dazu sagen, ich habe morgen frei und dann darf ich Freitag, Samstag, Sonntag arbeiten und das sind dann eben nochmal 29 Stunden in 3 Tagen. Mehr hat Valkyrie weg. Oha. Oh, wir haben viel Strom zur Verfügung, würde ich mal sagen. Mhm. Und eine Cav haben wir auch. Jo. Riecht irgendwie nach verdammt viel Roaming. Irgendwie haben wir nur Roamer. dein Ernst? Sorry, ich wollte dich nicht rausschmeißen. Kollege, das kann da hinten losgehen, wenn dir solche Fehler passieren. Ja, ich nehme ihn mal an. Ich möchte auch mich als Freund. Ich wollte nur eine Freundschaftsfrage senden. Ich bin aus dem falschen Knopf gekommen. Alles gut. Darf ich dir mal fragen, wie alt du bist? 15. Dachte ich mir. Geh nur an. Ja. Hoffentlich gibt das kein Problem, ne? Ich meine, für Randoms kann ich ja eigentlich nichts, ne? Die mitspielen, oder? Nee, kannst du das nicht. Das dürfte keinen Ärger geben. Nee. Wie schaffen das die jungen Leute einfach? Wir hatten Tabi und ich hatten letzten 10-Jährigen. Autsch. Wir waren höchstens 10. Hallo Jule, grüß dich. Hi Jule. Nur mal so als Nebeninfo. Wir hatten auch mal einen Vater, der mit seinem Sohn gezockt hat. Ja, sowas kann es geben. Die schöne Waffe. Hm. Halt, stopp, ich habe eine Drohne gesehen. Wo ist sie hin? Hä? Ist jetzt doof? Duncan, ich habe eine Drohne gesehen. Na gut. Ich habe auch eine. Die Tür ist verrammelt. Blödes Ding. So, jetzt habe ich's. Bin schon wieder entdeckt worden. Könntet ihr aufhören, mich zu scannen? Ich will in Ruhe meine Autobatterien anschließen.
Kann man hier noch zumachen? Da, wo du stehst. Bitte. Ich stehe. Ist die Tür zu machen? Eigentlich schon. Keine gute Idee. Da kommt was. Mann, auf Distanz ist die Waffe echt nicht gut. Da preacht gleich irgendeiner. Oh. Jetzt habe ich ihn. Achtung, da ist ein Loch. Da sind viele Löcher. Schaffst du es? Hinter dir. Da. Natürlich. Die Banner. Die hat noch 10 Leben. Okay, ist klar. Sie hat eigentlich gar keine Leben mehr. Bei mir ist es 0. Wow. Ja. Ist wieder eher übrig. Na toll, sie liegt am Boden. Ist gedownt. Ja, aber draußen kann doch echt sein. Die Ibenna ist gedownt. Im Gang runter war auf jeden Fall dann ein Kollege. Die Camps bringen einfach 0. In welchem Camp liegt draußen auf dem Boden? Gleich links und rechts die Gegner. Da hat aber Glück gehabt, dass der den erzählt hat, ey. Hey Jules, grüß dich. Hi Jules. Naja, erste Runde geht immer schief, ne? Oder wie war das? Naja, ich glaube auch. Was war was? Verkacktes Aim war das, ey. Zumindest bei mir. Bei mir war es auch tolles Timing, ey. Ich hole jemand hoch, alles ist gut, ich möchte mich da ein bisschen hinrücken und plötzlich kommt einer und wir schießen hier. Naja. Soll vielleicht sagen, ich war heute noch keine einzige Runde im Multiplayer. Hast du nicht? Nee. Mit Linien nur 3 Runden 1 vs 1. Mein Und Gott, was habt ihr sonst gemacht? Blödsinn. Ey. Und ich darf nie Blödsinn machen, ja? Ja. Ja, nee, da werde ich aber mal mit Linien reden müssen. Sehr schön. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Wenn sie mit dir Blödsinn machen darf, dann darf ich auch Blödsinn mit dir machen. Ah, schade. Kev. Den letzten hole ich mir noch. Legion ist schon. Hab sie, Frost. Hahaha. Hat mich die Drohne gekostet, aber jetzt wissen wir es wenigstens. Nice, Gerrit. Weiter zum Standort des Biogefahrgutbehälters. Ich sag dazu jetzt einfach mal nichts, Jule. Na, okay, alles klar. Ja, wir haben keinen Fuse, das heißt, ich kann direkt aufmachen. Ja. Au! Leute! Ich hasse diese Stelle. Ist immer so viel grau. Ich wurde entdeckt. Hä? Hier ist sogar keine Kamera. Doch, da hinten irgendwo. Ah. Vor allem draußen entdeckt. Warum eigentlich immer ich als erstes?
Alter, wenn die noch mehr. Echo, draußen, Jule. Glaube ich irgendwie nicht. Das war eine Echo. Und, Katha, das muss jetzt hier niemand wissen, was ihr da so alles miteinander macht. Kam die ja noch raus, ey. Ja, ich mag dieses Rausbitschen auch nicht. Eigener Punkt getötet. Sorry. Jule? Aus! Pfui! Böse! Schäm dich! Warte, Moment. Wir haben nach 10 Uhr, ne? In deine feuchte Ecke. So. Haha, 3.999 Punkte. Jule, dir ist klar, dass Lina das nachlesen kann, ne? Und ich weiß noch, dass du mit mir dahin wolltest. Da wird schon ein anderes Match gemacht. Ja, egal. Ich habe jetzt schon aus Versehen auf anderes Team geklickt. Sorry. Und on stream kann ich dich nicht mitnehmen. Nicht als festes Teammitglied. Okay. Ja. Jetzt eigentlich ja, in einer brenzlichen Situation, ne? Ich hatte Jule das mit dem Sexmuseum ja zugesagt, dass wir da irgendwann mal hingehen. Weil sie da mit mir hingehen wollte. Mach ich denn jetzt? Jessie, hast du mal einen guten Rat? Keine Ahnung. Soll ich vorsichtshalber Line mitnehmen? Oh Gott. Klärt es lieber unter euch. Ja, mal gucken. Naja, dafür müsste Julia erstmal Zeit haben, ne? Weil die sagt ja eh immer, die hat nie Zeit. Oh, das ist auch ein Deutscher. Was? Wer? Die Finca oder Fuse jetzt. Woher weißt du das? Guck mal auf den Namen. Keiz Knackpro. Ja, gut, könnte sein. Nope, Jule, in unserer Beziehung bin ich derjenige, der kocht, ja? Sie ist clever, sie hat sich einen ehemaligen Koch geangelt. Und das genießt sie. Außerdem weiß ich gar nicht, wie gut Line kochen kann. Bestimmt gut. Keine Ahnung, ich sag immer, sie kann ja mal kochen, aber sie will nicht. Ja, gegenüber deinen Kochkünsten. Aber du kennst mich. Ich würde sogar, wenn sie Kekse versalzt, die Kekse essen und sagen, sie schmecken lecker. Du kennst mich. Ich würde das bringen, ohne eine Miene zu verziehen. Oh, Frost, jetzt bleib mal stehen. Ich will dich scannen. Danke. Jule, seit neuestem weiß ich, ich kann auch backen. Also seit neuestem, seit Weihnachten rum. Ey. Ich glaube, ich werde mich mal an Muffins versuchen oder sowas. Einsatz in 5 Sekunden. Weiter Fahrgutbehälter und diesen sichern. Leon Steffen, ich sehe schon mal, dass dein Abo reingeflogen ist. Der Lord kommt bestimmt gleich. Ich nehme an, dass du unser Mitspieler von gerade bist. Na, komm, Sound. OBS hängt wieder hinterher. Okay, dann mach mal Glass. Ich mach mal was anderes. Dupdi-dupdi-du.
Aha. Und da ist dein Abo alert. Auch du bist jetzt mit einer Schaufel bewaffnet. Viel Spaß damit, pass auf, die Dinger sind hart. Ich mach mal ein bisschen Ablenkung hier. Mach das. Kann jetzt jemand mal den Team? Ja, deswegen mache ich ja gerade Ablenkung. Thank you. Ah, Kavera bei mir, jetzt aber bitte schnell. Ich sehe die nicht. Die ist um die Ecke gegangen, Jesse. Egal. Guck, wieder Selbstmordkommando. Aber nein, mach ich nie. Ah. Aber ich habe die ganze Zeit gerade in die Küche geguckt, da war keiner. Jetzt wollte ich nach der Kev gucken und bin durch den Nebel erschossen worden. Die hat kaum was gesehen. Trotzdem, das ist Selbstmordkommando. Du weißt, Kev ist um die Ecke und dann gehst du natürlich nochmal direkt dahin. Leon, das, muss man mal gucken. Das kommt drauf an, wie fit ich nach dem Stream noch bin. Ich habe heute schon lange gearbeitet. Aber schauen wir mal, du wirst ja jetzt ab jetzt sehen können, wann ich mit Jesse am Zocken bin zum Beispiel und so. Solange du ein ruhiger Mitspieler bist, haben wir eigentlich nie was dagegen, wenn einer auch privat mitspielt. Ja gut, Jule ist über 18. Jule kann mitspielen, das ist kein Problem. Aber Jule, da musst du dich wieder zusammenreißen. Nee. Naja, wir haben nach 0 Uhr, ne? Rein theoretisch muss sie nicht, aber für den Stream selber wäre es besser. Und Lena, grüß dich. Willkommen im Stream. Dir auch ein Hi. Pass auf, Jesse, den Skill zeige ich dann später, wenn der Stream aus ist, ne? Hm, welchen? Willst du mich jetzt foppen? Sagt sie, welchen Skill? Also teilweise gehe ich da privat so mit 10, 9, 10 oder 11 Kills raus. Sie hat dann keinen. Jetzt hat sie große Klappe on stream, wisst ihr? Hey, ich bin auch schon besser gewesen als du. Naja, komm, du hast auch noch 0 Kills. Also bitte. Ja, ich habe 2 Teammates gerettet, okay? Ja, und du hast trotzdem nur 40 Punkte mehr als ich. Wenn du nicht immer auf Selbstmord gehen würdest, dann würdest du noch nicht. Das war kein Selbstmord. Ich habe ja nicht in die Küche gepiekt. Ich wollte nach der Kev gucken, dass die mir nicht nochmal in den Rücken schießt. Die ist um die Ecke gegangen. Oh, ich krieg mal hin. Vielleicht sehe ich sie ja nochmal. Ich kam ja nicht mal bis zur Ecke. Ich hätte mich ja gar nicht bewegen können. Hä? Mann. Das wäre die einzige Möglichkeit, vielleicht zu überleben. Und selbst dann wäre ich wahrscheinlich erwischt worden. Ich muss mich nicht. Ich sag dazu nichts mehr. Halt, stopp, wo ist die blöde Box? Kann einer mal die Musik ausschalten? Ich hab keine Ahnung, wie ist. Was ist mit Frauen? Ja, hat sie. Nennt sich Jesse und Aramis. Ist aber auch unten in der Infobox verlinkt. Ist heute auch ein R6-Video hochgegangen bei ihr. 5 Sekunden noch. Kann man den Scheiß nicht irgendwie ausmachen? Ne. Die Gegner haben den Biogefahr. Dreh durch. Ist eigentlich Schwansee lauf? Kann mir das mal einer verraten? Keine Ahnung. Komm, piek nochmal am Fenster, Kollege. Ja, toll.
Teufel habt ihr alles wieder zugemacht? Ich habe durch die Vibration von der Fußladung nichts gesehen. Ich habe nicht gesehen, dass sie da gepiekt hat. Habe ich doch schon drauf geschossen, Jude. Ah ja, ist klar. Er schießt doch drauf! Gegner sichern den Behälter. Letzter verbleibender Operator des eigenen Trupps. Der Gefahrgutbehälter wurde gesichert. Mission des eigenen Trupps gescheitert. Läuft irgendwie noch nicht richtig. Clash wird noch mehr OP? Wie das denn, Jule? Was haben die vor? Die wollen, glaub ich, ihr Magazin noch erhöhen. Von der Pistole oder von der automatischen? Ich glaube von der automatischen oder den Schaden. Und so OP ist sie gar nicht. Schild draußen, gegenhauen, ins Knie schießen, fertig. Tot. Und dann hörst du sie wieder rufen. Headshot, voll ins Knie! Und ich habe immer noch nicht rausgefunden, wer das damals gesagt hat in unserem Clan. Hallo, Kev. Verdammt. Ach, den haben wir schon. Post, in der. Okay, ich habe alle. Tschüss. Kev! Nein! Die hat er nicht auch erwischt. Erstmal die Kamera wegnehmen. So. Kein Bock direkt erschossen zu werden. Ich gehe seitlich hoch. Mal so frei, wenn da einer rauskommt. Das hörte sich nach Kev. Ne, das war Ela. Ela. Auch nicht schlecht. Miep. Okay, ich bleib draußen. Ist doch gut. Komm, komm, komm. Okay, die Tür haben sie zugemacht. Und da sitzt noch wer. Ja, genau, markier mal. Sonst kann ich richtig böse sein und aufmachen. Also. Ach, und du warst gut. Alles gut. So weit? Na, jetzt kann ich nicht mehr viel machen. Sorry, aber Claire ist jetzt auch nicht der Beste. Nee, aber wenigstens sieht man ihn. Sieht man ihn nicht. Sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Auf jeden Fall. Bisschen Ablenkung. Ah, die ist in diesem. Fire. Ja.
Luftdruck verbleibt. Immer wenn du kurz die, immer wenn du kurz mal weggehst mit dem Fadenkreuz, ne? Das ist. Das ist immer so. Als wenn die das riechen. Okay, die Waffe wird vollautomatisch. Der Schaden wird von 33 auf 30 gesenkt, meinst du, Jule? Alles klar, Partygamer. Eigener Druck getötet. Ja, natürlich, wenn sie zu zweit kommen. Ach, von 30 auf 33, okay. Ja, der wird nämlich erhöht, nicht verringert. Quest abgeschlossen. Ich bringe uns dann mal eben ins Menü, weil Jule wollte ja mitspielen. Ja. Doc und Rook bekommen auch einen Patch. Ja, davon habe ich gehört. Gucken wir mal, ob sie schon... Naja, online ist sie. Auch bei Uplay. Aber gestartet hat sie das Spiel noch nicht. Naja. Sie startet. Weiß gar nicht, habe ich das so eingestellt, dass doch normalerweise Leiharbeiter müssten hier reinkommen. Kann ich dir nicht sagen, ich bin kein Leiharbeiter. Nee, weil du nicht Twitch hast. Das war ja ursprünglich mal die Streamer-Rolle, das andere ist ja die YouTuber-Rolle gewesen. Ist ja die ehemalige YouTuber-Rolle. YouTuber müssten eigentlich ins Aufnahmestudio können. Keine Ahnung. Ich guck mal gerade. Okay, ich glaube, ich muss da nochmal was an der Rollenverteilung machen. Ja, ins Aufnahmestudio kann ich nicht. Nee, habe ich auch gerade gesehen. Aber hier, also hier ins Streaming kommst du rein als Partnerfirma. Ja. Jule kommt hier aber auch rein, habe ich gesehen. Hey, du kannst deinen Hintern selber hier rein bewegen. Warum muss ich dich ziehen? Weil ich das so... Weil du was? Weil ich dazu will. Ah ja. Meinst du, ja, du hast ja was zu wollen? Ja, sicher. Ich muss dich erstmal leise machen, ey. Ja, ich sehe auch, warum du auf einmal so laut bist, keine Ahnung. Irgendwie verstellt das Gott meine. Da musst du mich mal am Handy erleben. Ja. Boah, nee, das regt mich bei Rieke schon so auf. Alles klar, ich Leon. Ich zopp. Ist sie voll leise? Kommt die mit Handy rein? Muss ich die erstmal, ja. Ja, ich bin doch schon da, kein Stress. Was? Ich muss dich doch eh in den Trupp einladen. Hey, behalt deine Zunge mal ruhig. Hey, Whisper, grüß dich. Naja, bis jetzt machen uns die Gegner fertig. Und die T-Bags. Naja. Aha, hast du dir Kupfer 4 erspielt? Ey, nee. Ich wurde Gold 1 eingerankt, ja? Da musste ich mit einer Person spielen, weil die noch ihre Rank noch nicht hatte. Auf einmal Kupfer 4. Von jetzt auf gleich Kupfer 4. Okay. Also, dann wollte ich eigentlich mit dem Typ, mit dem ich auch gezockt habe, ne? Ich habe mit dem Einrankungs-Dings gemacht, waren wir beide Gold 1, so. Dann haben wir ja wegen der Person auf Gold, Kupfer 4. Wollen wir eigentlich wieder hochboosten, aber es funktioniert nicht mehr. Wir verlieren jede Runde. Okay.
Das finde ich nicht schön. Nee, das ist klar. Aber naja. Und jetzt ist mir schon wieder so warm. Oh. Warm. Bei den Temperaturen kommst du etwa schon in die Wechseljahre. Wäre ein bisschen früh, oder nicht? Nein, ich bin die Woche krankgeschrieben, weil ich Magen-Darm habe. So, und eben ging es. Und so kurz ab 10 Uhr auf einmal wirklich, als wäre ich im Lava. Das, oh, ja, das war ich ja Wechseljahre. So im Exfahren. Ich. Leon, danke. Der Merch-Shop ist aber im Prinzip für so eine kleine Nebenaktion von mir gedacht, weil ich auch Logos und Banner für YouTuber erstelle. Sie haben Kev und Frost. Ja, Jude, ich habe einen Merch-Shop mittlerweile. Ey! Ja, dann auf mich geschossen? Ja, was geht denn bei... Alter, was geht denn bei dir schief? Ich habe das nur, damit sich die Leute die Logos und so angucken können. Wird schon. Weil ich mach doch jetzt Logos und Banner. 5 Sekunden. Mhm. Muss man mit mir sprechen, was man haben will, und ich bastel dir da das entsprechende zusammen. Ah, meine Bude! Muss ich mir gleich mal angucken. Klar kannst du da auch was kaufen, das ist ja kein Problem. Dafür ist das Ding ja auch da, aber ursprünglich soll es einfach nur zeigen, hey, der Kerl kann mehr als nur ein bisschen zocken. Der kann auch schon mal hier und da was basteln. Sag mal, wo wurde denn jetzt aufgesprengt? Da oben. Da oben? Ja. Macht doch gar keinen Sinn. Die sind doch da. Ja, das macht Sinn. Sind die da oben? Das sah bei mir gerade irgendwie anders aus. Mip, ich bleib unten. Ja, ich glaube auch. Oder pick doch mal. Egal, wisst ihr was? Alle mal. Ich renn einfach rein und stirbt. Oh, fast. Fast. Nein, das ist Pure. C4 ernsthaft? Aua, ja. Von wo? Von hinten, vom Tor gelaufen. Bestimmt. Ja, vom Tor hinten. Okay. Okay, das hat nicht so ganz funktioniert. Beim nächsten Mal spiele ich ordentlich. Das ist ein Problem, jetzt haben wir links und rechts Feinde. Das gefällt mir überhaupt nicht. Cap kann down. Ja, aber das ist ein Frost und eine Cap. Keine Ahnung, wo die Cap hin ist. Warum müsst ihr immer dann schießen, wenn ich gerade weggucke? Ey! Mann. Hä? Wo willst du raus? Da. Nice. Also das habe ich jetzt gehört. So taub bin ich jetzt auch nicht. Meine Herren. Nice. So. Scheiße, sind immer noch zwei. Meine Leichtstange. Das war meine. Ich hab sie gesehen. Okay, doch kein Ace. Nee. Guck mal, da waren noch zwei Leute. Die hätte ich nicht gekriegt. Aber hey, du hast drei Leute geholt. Was will ich mit einer Tasse von dir? Hä? Es geht um die Logos. Mir ist scheißegal. Es gibt... Was habe ich denn bis jetzt? Es müsste eine Falco-Variante geben. Das war die erste natürlich. Die Line-Variante ist die zweite, dann gibt's die Tabi-Variante und die Bastel-Variante. Ich meine, es müssten vier verschiedene Logos auf der Seite sein. Björn, Tasse, Björn, das ist das normale, das ist eins. Ja, das ist von Björn, nee, doch Basti? Basti, Tabi und Line sind noch dabei normalerweise. Tabi und Line. Ja. Die natürlich ein Spaß.
Wie schwarz? Was schwarz? Ja, ihre Sachen werden mir in schwarz angezeigt. Ja, das, darauf habe ich keinen Einfluss, welche Farbe dir angezeigt wird. Ohne? Hast du sie? Nö. Jule. Ja, das klingt so schön. Das hat ja zum Glück niemand gesehen. 5 Sekunden noch. Alter, Drohne. Ich will kein Mobbing-Opfer sein, danke. Gerät ist platziert. Wenn ich hier bin, sterbe ich. Ich gehe dahin, wo ich sicher sterbe, also. Ach, da ist ja eine Frost. Ach Mann. Nadeln, okay. Könntest du den. Dankeschön. Oh. Ah! Von wo? Und Jess ist tot. Ja. Ach Mann. Arsch. Loch. Das war ein gutes Loch. Von wo? Genau, also das gehört. Ist nicht. Das ist definitiv nicht. Der okay, ich kann erst... Montagne. Ich weiß nicht, von wo der schießt. Ich hab's nicht gesehen. Wo ist der verdammte Gleis gewesen? Ach, da oben! Hat er mich zu so einem Windseck. Kein Wunder, dass ich den nicht sehen konnte. Oh, ich werde gesandwiched. Ich werde so gesandwiched. Die hat Wünsche. Ich? Ja, ich spiele auch DBD, Leon. Nein, spielt er nicht. Doch. Nee. Willst du mir vorschreiben, was ich zu spielen habe? Alter. Die Banner. Nee, das war mein Ups. Ich würde sagen, Vorsicht, da ist auch noch ein Glas, der irgendwo piekt. Glas auch noch. Wo ist Montagne eigentlich? Ah, das war Blitzwill. Nee, dazu komme ich wegen der Arbeit nicht, Leon. Okay, das war Fuse. Ich mach das immer dann, wenn ich Zeit habe. Also beziehungsweise dann halt jetzt auch mal nach der Arbeit. Aber Regelmäßigkeit ist bei meinem Job nicht drin. Huh. Das war ich. Sorry. Ja, die andere Drohne steht draußen auf dem Balkon. Nicht getroffen. Ach, da unten ist eine Klemmer. Jetzt kommt sie von zwei Seiten. Lol, was Mathe. Das war nix. Oh, Schwein gehabt. Die Runde geht trotzdem an uns. Hast du gehört, Björn? Auch mit der Bombe demnächst? Wenn du nur noch eine Sekunde zum Spielen hast und du willst planten, ist die Runde direkt vorbei. Hast du direkt verloren. Okay, also diese Last Second geht auch nicht mehr. Nein.
Voll bescheuert. Die machen Rainbow voll im Arsch, ey. Naja, komm, das ist auch unfair. In der letzten Sekunde planten, den Entschärfer planten, damit du dann gewinnst, ist schon, ne? Ach, soll das mal nicht so eng sehen. Hier fällt dann was? Irgendeine andere Sprache. Das ist kein Sorry, Englisch. Sorry, ich Deutsch. Vielleicht Türkisch. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Nicht schmeckern. Okay. Okay, unten sind sie nicht. Baunstoff ist oben. Baunstoff. Und Kessel. Gute Arbeit. Der Biogefahrgutbehälter ist lokalisiert. Prost. Ich hab noch einen. Fehlt noch einer. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Ja, das ist Ela. Mira. Ja, Mira, Entschuldigung. Hab sie ja noch gescannt gekriegt. Was willst du die Nacht durchmachen? Dann muss ich mal bei Energy holen. Oh, ist das ein schöner Mut. Raus, Bitcher. Was, wo? Hier. Du hast verdammtes Glück, der kam direkt da, wo du vorbeigelaufen bist. Wow. Scheiße, Castle angefragt. Blackbeard, machst du da mal das Wasser auf, bitte? Ach, Jesse hängt da noch unter mir. Hä, nee. So, ist unter dir. Ah, okay. Der Kerze müsste dazwischen sein. Jetzt weiß ich, wie oft soll ich den denn noch auf den Kopf schießen? Ja, ich war beim Zappern auch. Ho! Oh, Baby! Ich geh mal wieder runter. Das war ein epischer Kill. Danke für den Assist. Wo war denn ist hier gerade einer rausgepipiert? Also hier. Aber ich glaube, den hast du. Das war Käse. Nee, das nicht. Nee, das war. Dings, aber hier ist doch irgendwo einer rausgepipiert. Shut up and dance me, boys. Sorry. Jule, danke. Oh, was auch neben. Hallo! Bitte nicht drauf achten! Ich hab das Schwert made von uns! Alles gut! Du hast sie gekillt, bevor sie mich killen konnte. Alles klar. Daniel, alles klar. Grüß dich, willkommen im Stream. Ja, achso. Ja, wenn ich die Wahl hätte zwischen Vanille und Schokopudding, würde ich auch Vanillepudding bevorzugen. Schoko! Ihr seid Frauen! Frauen mögen eh lieber Schokolade als Vanille. Männer sind mehr die Vanilletiere. So. Das wurde erwiesen. Oh, schon wieder hier oben? Boah, leck mir einer am Popo. Nee, mach die mal selber sauber. Nee, ich brauch jemanden, der mir hilft. So. Naja, ich glaube es nicht. Jetzt gehen wir mal hier hoch.
Na 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 na. La 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 la. La. Würdest du jetzt? Wo kann man zeigen? Was ist das? Ammoni... Ja, okay. Irgendwo schießt ein Gas. Ja, neben dir im Ammunition-Scheiß. Meine Batterie! Du Arschloch! Und die haben schon wieder... Ey! Sorry, aber das konnte ich dem Gas nicht durchgehen lassen. Das war meine Batterie. Jesse! Ey, komm schon. Das war gemein, der hat genau dann gefused, als ich gerade unter dem Fenster war. Konnte ich nicht mehr schnell genug wegrennen. Oh mein Gott, Hilfe. Ganz ruhig, Jule. Hol Luft. Der mag mich nicht. Was? Oh, Spielbot hat die ausgewischt. Oh. Oh. Mantonia kommt hier hoch. Lass ihn hochkommen. Ach, das ist doch so geil. I'm sorry for that I'm so low, but that's Mantonia. Shit, Merrick. Miep. Von wo denn jetzt? Fenster. Oh, du schon wieder Fenster. Mann, ich hab auch immer die Arschkarte mit den Fenstern. Egal, haben noch 50 Sekunden. Fenster ist. Sie haben ihre Versuche, den Behälter zu schaffen. Und da ist ein Monte und Fuse. Ah, das war mein Assist. Die Feinde ausschalten. Was sind die? Keine Ahnung, wo die sind. Jetzt der verbleibende Gegner. Oh, sechsten. Fünfzehn Sekunden. Der Gegner kommt rein, durchs Fenster. Zu sichern. Weiteren Zugriff auf den Biogefahrgutbehälter verhindern. Der ist jetzt bei den Betten. Sekunden. Naja. Wenigstens haben wir gewonnen. Richtig. Das erste Mal im Stream. Na, ich hoffe, wir haben schon. Wir haben, oder? Für heute. Ja. Oh, ich hab 4 Kills.
bekommen 22,8% Alphabet. Natürlich nicht. Ich auch keins. Jesse? Nee. Scheidung. Dann das nächste Match. Ich hab's doch schon 3, aber egal. Was? Alpha Packs? Ich warte immer, bis ich 5 hab und dann öffne ich die. Nee, ich lasse mal Jessie vorher raten, welche Farbe ich hab. Sie hat eigentlich irgendwie zurzeit zu 100% recht. Dann waren es jetzt 12, glaube ich, ne? 12 Alpha Packs, also wo du recht hattest, am Stück. Ja. Mach ich beim nächsten Mal auch. Vorsicht, die sagt selten mal lila oder sie sagt immer weiß, weiß, weiß. Irgendwann kommt da blau. Habt ihr das mit dem Road to SI auch schon gemacht? Mhm. Ich finde das irgendwie voll lustig. Ich glaube, Jesse jetzt... Ich glaube, du hast noch nicht komplett, ne? Mhm. Aber dir kommt es auch nicht auf diese Modis an. Nö. Vielleicht ist der nächste Modi, den sie reinbringen, mehr für dich. Mahlzeit. Oh, das hat man nicht gehört, lol. Alles, was ich höre, hören die im Stream auch, das ist dir klar, ne? Ich weiß nicht, das war meine, das ist scheiße, wenn man Einzelkind ist, ne? Ich will kein Einzelkind, zum Glück nicht. Aber ich wohne allein mit meiner Mama. Aber, Dann war es mein Kater, ganz einfach. Der Fan war gerade bei meiner Mama, aber der war mein Kater. Was, hä? Ja. Ja. Und beim nächsten Mal werde ich wieder Tante. Dieses Jahr. Wieder im Juni, bestimmt. Dreifache Tante. Darauf freue ich mich gar nicht. Kostet mir noch mehr Geld. Ich war's nicht. Ich war's nicht? Okay. Nahahaha! Flasche! Tschüss! Hallo Jule! Nein! Jörn? Ja? Was denn? Du bist bei mir vorbeigefahren und er killt meine Drohne. Ich bin auch gerade draufgegangen. Aber ich habe sie alle aufgedeckt. Aha! Wieder total eingebildet. Ah, meine Nase juckt. Na klar, ich hab's sogar mit dem Kopf gewackelt bei dem Aha. So eine Tosse. Aha. Ja, so eine halbe Bildschmuffe. Die Hand hat gefehlt. So, ich kann diese Handbewegung nicht nachmachen. Oder. Oh, das wollte ich schon. Cool. Bin ich irgendwie geistig doof? Warum? Twitch. Wir haben ja Twitch. Das gibt es ja auch noch. Oh, ich hätte so perfekt fusen können. Hallo. Sollen wir hier aufmachen? Was? Du hast einen Soft-Preach. Boah, hab ich mich gerade erschrocken. Und ich geh rein. Gehört zwar auch wieder nicht zum Raum, aber... Ah! Jesse! Hinter dem verdammten Tresen. Den Kopf zu spät gesehen. Freund. Hasten? Scared. Back da. I don't like it. Was? Von wo wurdest du denn jetzt erschossen? Ich weiß es nicht. Was der? Der stand irgendwo. Stand auf dem Tisch. Oh, lol, wo? Hat ich den Rook erwischt? Nee, Capcom. Okay.
Na, der hat deinen Kopf beim Nachladen gesehen. Ach, da stand der Rook. Alles klar. Ja. Der Rook konnte sie nicht erwischen. Der war ja im Prinzip auf der anderen Seite der Mauer. Nee. Rook war ja tot. Nee. Dann war's Doc. Nein. Das war Doc? Oh, okay, hab ich nichts gesagt. I didn't say that. Mein Killer kam damit durch. Hat er nicht eben mit Champion schon mal gespielt? Er sagt ich glaub ja. Er lol. Mit dem aber der Arm hier auch. Ja, du hast du Truppenmitglied? Lol. Nee. Lol. Ich glaube, das waren eben unsere Gegner. Nee, das war Teammitglied. Echt? Dann war das random. Das ist jetzt ein random Zufall. Ja, weil ich mache immer eigentlich anderes Match. Das war bei mir aber so. Auf Turm war ich, wer ist das? Vasco Vera. Hab fast einen Ace mit der gemacht. So, im nächsten Team kriege ich dann halt eine, die ich gegradet habe. Ja, voll lustig eigentlich. Schalte mich doch voll an, wie ich nur kann. Sekunden. Habt ihr alles gesehen? Nein, Jesse, man kann nie genug gesehen haben. Ja, habe ich. Oh Gott, zum Teufel. Ja, und ich habe auch Instagram, ja. Alter Schwede, ey. Müsste sogar auf der Startseite vom Kanal. Sag mal schnell. Eigentlich sichtbar sein. Ansonsten Falco LP. Fuse. Okay, wo Fuse da als nächstes? Doki. Ich hab's gehört. Tschüss, Wurst. Und wieder auf die andere Seite. Lol. Oh, jetzt hat er aber keine mehr. Nee. Zum Glück. Lol, die Bodenlok ist auf. Oh, sie haben schon wieder Motoren, ja. Könnt jetzt rausbitchen, das ist das Einzige, was ich machen kann gegen das Arsch. Aber da geht's tief runter, glaube ich. Ja. Das ist doch kein Glück. Oh, Digga. Ich hab geschossen. Geil. Ach, da ist ja ein Fuse am Fenster. Und das Fenster ist ja offen. Schön. Kollege, du willst ja nicht durch mein Fenster rein? Komm, alle bei mir, Alter. Tschüss. Wer war das jetzt? Glass oder Fuse? Ich hab mich drauf geachtet. Wie weiß ich nicht. Fuse und Glass sind beide. Finde ich gut. Weil so viel wie ich draufgeballert habe, wahrscheinlich der Glass. Toki kommt jetzt rein. Da haben sie schon irgendwo reingesollt. Ja. Das war Doki. Glass tot. Glass. Wer ist der? Blitz. Blitz. Now. Yeah. Genau. Ist mir lieber, wenn ich ein bisschen Deckung hinter mir habe. Das war jetzt Info. Wir haben unsere Kameras. Nein. Doch. Nein, sonst. Wer hat die beiden? Wenn wir eine Kamera im Raum haben, macht die Kamera kaputt. Ja.
Na komm, stell dich nochmal vor die Tür. Und mir wurde das aber nicht, weil es angezeigt. Den Gegner von der Sicherung. Sieht die nicht. Ist im Gang. Wird auf mich aber geschossen. Gut, Jesse. Den hab ich. So. Easy. Mit der letzten Kugel, ne? Ja, du hast auch nochmal drauf geschossen, um zu gucken, ob der wirklich tot ist. Ja, ganz wichtig. Passt schon. mit Schalldämpfer, da musst du doppelt so viel schießen. Naja, nicht doppelt so viel. Du verlierst halt ein paar Trefferpunkte, ne? Du brauchst eine Kugel mehr. Aber sie hat es nicht überlebt. Ich hab sie auch schon angehittet. Ich habe Assist dafür gekriegt. Ja, Jesse, du wusstest nicht von wo. Es gab nur zwei Möglichkeiten. Ich wusste schon von wo. Aber nicht, dass es schon im Raum ist. Deswegen habe ich sie von wo. Weil der Sledge war auch noch da. Hätte ja sein können, dass ja, der war draußen. Den hatte ich im Blick, von dem hatte ich die Füße gesehen. Ja, aber das wusste ich nicht. Ich auch nicht. Ich wusste nicht, wessen Füße Leute, ich gesehen habe. Nehmt euch ein Zimmer. Nee, machen wir schon regelmäßig genug. Ja, das will ich gar nicht wissen. Lila, Björn geht ja fremd. Petze. Gleicher Raum? Nee. Weißt du, die weiß ja nicht mal, was wir machen, Jesse. Halt, stopp, wo? Gleicher Raum wie eben. Dann haben die auch wieder. Lass mich raten. Ah, Kavera. Okay. Gefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. All the single ladies. Warum haben wir eigentlich keinen Fuse? Keine Ahnung. Weil ich eine Termite bin. Miep. Das gefällt mir nicht. Mist, mal kann ich dahinter. Boah, da ist ein Fenster offen. Nice. Tatschanka. Sag mal, von wo hat denn der geschossen, bitte? Dass er dich da erwischt hat. Da ist ein Fenster offen. Ja, ja. Aber. Ich sehe nichts. Der hat mich da erwischt. Oh, du! Miese Angelegenheit. Könnt ihr mal bitte aufhören zu sterben? Nö. Nee. Also was willst du eigentlich? Du bist gerade als erstes gestorben. Stimmt gar nicht. Der Shit wieder. Du Hure! Ich hab nichts gesagt. Danke, Leon. Das ist unser Strolch. Was? Was? Ja, was? Achso. Hast du was gegen meinen Hund? Ja. Hunde isst man. Erhellen. Was? Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Hallo. Wurde eliminiert. Nur weil wir sterben. Dieser Aim, lol. Black Bear Shine. Warum? Keine Ahnung, warum du diesen Ohrwurm hast. Keine Ahnung, es sieht da wären angebrachter eigentlich so langsam. Aber für mich kein Karneval. Nein? Nein. Arbeiten?
wenn ich Glück habe, nicht, aber Karneval ist so 1. bis 3.3., weißt du, so in etwa. Und da steht was an, wo ich eingeladen worden bin von Lines Familie. Die Wand ist verstärkt. Also. Bukake. Bitte? Eine Bukake-Party. Ahaha. Nein? Ich muss jetzt nur noch mit meinem Chef reden, dass ich auch wirklich Freitag, Samstag, Sonntag frei kriege. Ansonsten wird das ein bisschen anstrengend, wenn ich dann Samstag, Sonntag, Montag rumswitche. Was weiß ich? Frag das dein Visier. Visier, wo bist du hin? Was ein Scheiß. Das ist seit Neuestem bei Assets. Bei mir waren zwei bestimmte Visier drauf, die ich nie ausgerüstet hätte. Digga, wo ist mein Visier hin? Das finde ich aber jetzt nicht nett von meinem Visier. Ich habe mir eben noch Visiere angeguckt und jetzt ist mein Visier weg. Ja, toll. Die haben da aufgemacht und da. Papa. Oh. Ich bin Jäger, ich hab was. Ich bin schon ruhig, danke. Na komm auch rein, ich hab das Fenster im Visier, Alter. Danke. Das war Fuse. Ach so, oh, ja. Danke. Ich bin Schock. Dackel? Ja, Dackel. Der Gegner von der Sicherung des Behälters abhalten. Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern. Weiteren Zugriff auf den Biogefahrgutbehälter. Okay, Glass. Das war nix. Was ist das für eine Kamera, Alter? Eine schlechte. Kann nur Teammates gut erschrecken, ey. Nee, ich habe meine Kamera geteilt und dann kommt die Quere plötzlich hinter mir. Dass ich die nicht angeschossen habe, vor Schreck war. Naja. Ist halt eine Cav, ne? Hm. Seemann. Lol. Nee, C-Mann. Das ist bei uns in der Ecke, ist das mein Laden gewesen. Ja, ich weiß, bei uns gibt es, glaube ich, noch einen Laden, einen einzigen ganz Mönchengladbach. Ein Seemann, ganz Mönchengladbach, weiß wie groß Mönchengladbach ist? Ja. Ein Seemann! Ich fahr regelmäßig an dir vorbei. Oha. Scheidung! Und dann sagst du nicht mal Hallo. Ja, sag das mal im Navi, ich sehe immer wieder die Ausfahrt Mönchengladbach. Wie nah dran oder weit weg ich bin, das weiß ich nicht. Oh nein. Kameras weit. Mach doch. Jaha.
klasse die Map. Soll geil, ich mag. Ich hab das Spiel, aber spielen selber, nee. Letztes Mal, als ich gespielt habe, sind sie mir alle einfach ins Fadenkreuz gerannt. Das ist mir zu langweilig. Ja. Oh, Mann, ey. Wenn du die richtige Waffe hast, messt du sie alle nieder. CSGO ist langweilig. Warte, wir haben Drohnenphase, ne? Okay, ich geh Pipi machen. Jesse, alles gut? Jesse? Hm? Alles gut? Ein Kaffeebecher ist für mein Flug. Naja, solange er heil geblieben ist. Nee, das war nicht so ein Kaffeebecher. Ich flaschte. Kaffee hatte ich schon drauf. Na dann. Leerer Becher, nicht schlimm. Ist schon was. Ach, verdammt, die sind im Erdgeschoss. Meinst du, es war Erdgeschoss? Ich hab nichts gesagt. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Ich hab euch die Kev markiert. Okay, die anderen weiß ich nicht. Kev hat eine Schrot, passt. Ich glaube, ich hab sie gerade gesehen. Treppe auf die. Die war auf der Treppe. Ich glaube, die ist da hinten um die Ecke gelaufen. Also da. Warte, geht da rein, ich kann andere Seite. Nein! Oh, eine Kugel zu viel. Ja. Sorry, Mate. Das ist nicht machen. War nicht gut. Jesse, ich hab noch einen Kill offen. Der arme Welt. Genau das. Sich anders, wenn was von hinten kommt. Na, da ist er. Scheiße. Das ist Jäger. Ja. Auf zu pieken. Nein! Drin, lass doch nicht nach! Dann drück nicht R beim Laufen. Hey, Kinder kriegen kannst du später. Jetzt musst du töten. Was? Was war das denn? Bei mir ist er durchs Schild gegangen. Sie ist durchs Schild gegangen, der stand davor und plopp, war er weg. Warte, wir haben noch Zeit, gell? So. Alter, absichern. So, jetzt aber. Die ist tot. Also, hinter Schild. Wenn du Glück hast, kannst du bei Mörderfetzen durchschießen. Das wird auch. Das da war er gerade. I didn't see a thing.
Boah, ist ziemlich. Nee, musst du von der Tür aus machen. Was? Gerade vor dir. Da war noch einer. Ich hab geguckt, ob da eine Gunnadel ist. Lol. Noch ein Gegner übrig. Das war der Rücken. 15 Sekunden übrig. Also erstmal brauchst du mich nicht siezen. Und zweitens am meisten würde ich sagen Thermite und Bandit halt. Alter, danke. Mit spielen sie am meisten? Durch den Teammate hab ich gerade Kaffee zu werden. Verschüttet, ey. Hat Jesse schon wieder Kaffee am Trinken? Ja, der zweite. Aber der Mate hat mich gerade so schrecklich auf Kaffee verschüttet. Ey, niemals eine helle Hose bei Kaffee anziehen, echt. Moment. Immer nur einen Tag an. Einen Moment, Tag, du besitzt eine helle Hose? Ja, zwei. Bist du krank? Jesse? Wie war das mit immer schwarz? Ey, ich hab's dir gesagt. Ich muss auf auch. Der Arbeit. Der Arbeit muss ich die schwarze Seele brissen. Alle Angst vor mir haben. Jedes private Foto, was ich von dir habe, Madame, trägst du eine schwarze Hose. Stimmt. Oder eine Jeans. Aber eine helle Hose? Ja, ist klar. Ich brauche helle Hose. Ich bin auch nicht so. Dafür müsste ich jetzt nochmal die Bilder durchgehen, aber meistens kenne ich dich eigentlich nur in schwarz, Jesse. Ja, aber sag nicht, dass es nicht so ist. Da bin ich eigentlich, wenn befestigt. Die Drohne der Gegner hat die Gefahr und Behälter lokalisiert. Ich bin verrückt. Ach, Jesse, nicht durcheinander sein. Nur weil ich hier ein bisschen Blödsinn laber. Haha. Es bleiben noch 10 Sekunden. Ach, Jesse, müssen wir nachher wieder skypen. Bitte? Was er dann macht, wollte ich gar nicht wissen. Blödsinn. Beschützt den Biogefahrgutbehälter um jeden Preis. Halt, will ich doch gar nicht. Ah. Kiste, reg mich nicht auf. Ja. Sau, du. Aha, Raubtier. Na, 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 na. Mit Schild. Ich würde mal sagen, es ging schnell. Wen haben sie denn da ausgelöscht? Smoke. Was? Wollt ihr mich verarschen? Wie haben sie das denn jetzt gemacht? Genau, ein Rekrut mit Schild killt mich. Ach, verdammt, da waren doch in der Wand. Ich hab's zu spät gesehen. Alter, die können mich mal, ey. Jesse. Nee, echt jetzt. Die Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter. Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern. Weitere Kollege, du musst schon ein bisschen weiter rechts hängen. Haha, Schockwand. Ich wollte gerade sagen, der wird jetzt von hinten erschossen. Und? Wurde er von hinten erschossen? Ja. Er hätte hinter dem Automat bleiben sollen und hinter sich gucken sollen. Weil den Schild konntest du gut hören. Okay, was? Wohl nichts mit Cavera.
Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Also Jesse, ich würde mal sagen, ihr sollt Carsten pennen schon, wa? Sie haben es eigentlich noch mitbekommen. Und sie haben noch schön Zucki. Ha! Oder die Schawiner gucken nur zu und schreiben nichts. Gut gemacht. Ja, mute. Mhm. Geil, ich versuche mal mit. Oh, dann ist. Okay. 10 Sekunden. Oh, Virgil. Ja. Genau davor, genau. Miep! LOL! genau, Björnex. Master Luck! Nein! Verdammt, jetzt war ich doch drin. Schade. Rausgekommen bin ich nicht mehr dadurch. Ich habe auch gedacht, so, okay, das war's jetzt mit der Übertragung. Aber gut. Hätte ich mich mal besser nicht bewegt. Hör mal, wo geht's denn hier bitte wieder rein? Daneben nicht. Muss ich hier, hier rein. Und ich dann da runterspringen. Und dann mache ich hier auf und hoffe, dass da keiner ist. Nein, Jesse? Ich spiele die wieder, R6, die wieder! Oh, du wirst wieder R6 spielen. Ich weine. Wieso? Du hast ihn doch getötet. Ja, aber der kam da um die Ecke. Ja, das kann der gut. Böser Jäger. Oh. Arschkuh? Komm, wir machen alle wackbar. Nee. Oh. Okay. Hat sich erledigt. Hinterm Dings ist Mute. 50 Leben. Hinterm Schild. Weiter. Merci. Oh, wo ist der? Okay, hat sie erledigt. Ich wollte gerade fragen, wo ist denn der Rekrut? Digga, um mein Herz. Ich mach die Scheiße auf einmal kommt der Jäger in die Ecke. Was für ein Skin? Was für ein Skin? Ja, keine Ahnung, er fragt, wie hast du diesen Skin bekommen? Was für ein Skin? Termit ist jedoch bei dir noch. Ach, der. Ach so, wahrscheinlich meint er den Lava-Skin auf der Waffe. Ach so, musst du Dings kaufen, hab ich auch. Das gemacht. Ist der Year 4 Pass, wenn du das meinst. Hab komm ich ja, du. Der Jesse, wir sind beide gleich bekloppt. Ja, warum? Schule glaub auch. Hä? Warum? Naja. Wir müssen den Biogefahr. Na gut, Jessie ist bekloppt da. Sie hat mehr Geld in R6 ausgegeben als ich. Wieso macht man sowas? Die Wand wurde verstärkt! I'm operatable. Oh. Das ist aber, glaube ich, das erste und letzte Mal, dass ich mir so einen Kack hol. Ich meine, einmal kann man das machen. Herr Freundchen. Warum machst du das immer? Redest du mit mir? Ja, mit dir. Jesse! Hm? Jesse, soll ich dir mal was zeigen? Was denn? Kuckuck! Hi! Blöde! Du blöde! Okay, hab so. Ah, oh, das ist ein Handy. Warum mach ich so etwas? Ohaha, bin ich böse. Was bist du böse? Ja. Seit wann bist du böse, Jesse? Ich bin in meinem schönen Versteck. Ach komm schon, immer der blöde Bug, ey.
Krise mit denen. Ich lade ein neues Magazin. Und Kapital. Sind wir gesprungen. Jo, damit habe ich zwei geholt, glaube ich. Ah, oh, du Hundepups. Ash, 75 Leben, oben auf der Leiter. Feindlicher Scan steht an. Lol, der Laser sieht aus wie ein Hakenkreuz. Okay, das passt nicht. Hier so lang laufen. Nix da. Nein, ist da oben. Wo ist der Lein? Oben. Ja, wo ich markiert habe. Da kommt der. Ja, der kommt da, wo die ganzen Leute runtergefallen sind. Genau da. Der Jäger dich die ganze Zeit anguckt. Das ist interessant. Ich bin fokussiert. Hä? Wo? Was? Wo? Ach, da. Ich schleife sie schon hinten an. Na. Kann er ja nur durch die Tür kommen. Der ist zerstört. Der passt hier auf, dann bleibe ich hier. Der hat ein Schild aufgestellt. Nein. Wo ist er denn jetzt? An den Stairs im Süden. Kannst du dich markieren? Nein, schon nur die Schritte. Ich glaube, wenn du dich einmal nach rechts drehst. Links. Ey. Irgendwas auf. Da. Und geht wieder zurück. Na komm. Nur noch 15 Sekunden. Ja, Badezimmertür. Ja, 10 Sekunden ab. Okay. Eliminiert. Misserfolg für eigenen Truppen. Ich wollte eigentlich von hinten an den Granrader, aber okay. Ach Quatsch, ich brauche nicht in die Badewanne mich legen. Oh. Das ist Jessys Job. Ja, dann musst du mal wieder duschen. Ich bin versteckt auf der Map, okay? Ich duschen. Oh, nee, hat doch Zeit. Oh. Ja, alles gut. Hast du dich jetzt selber gerochen, oder? Ich hab grad mal so getan, ja. Gott. Ich glaube, das überlassen wir lieber Lino, das mit dem Riechen. Dir ist schon klar, dass ich einen Job habe, bei dem ich mit Menschen arbeite und dementsprechend auch jeden Tag duschen gehe, oder? Ja, ich arbeite in einer Wäscherei. Oder juckt mich auch nicht, ob ich jeden Tag duschen gehe. Ja, das juckt dich. Sieht so aus. Das juckt dich vielleicht nicht. Hi, Medi. Aber, Desinfizieren reicht. Fertig aus. Es gehört ja zum Pflegejob eigentlich dazu, dass man da ordentlich riecht. Und so. Jesse, kommst mal eben vorbei. Ich glaube, wir müssen Jule mal vernünftig duschen. Boah, ich glaub, wir müssen die mal richtig durchschrubben. Und wer rasiert jeden zweiten Tag? Das macht Jessie. Als Frau kann sie das bestimmt besser. Ich kann nur Bärte rasieren. Du bist wie meine Kollegen ohne Witz. Wieso? Weil die es auch immer sagen. Hör auf, ich lehne das jedes Mal ab, wenn mich Angehörige bitten.
weißt du, so, wir haben ja eine relativ hohe Altersspanne, sag ich mal, in dem Wohnhaus, wo ich arbeite, ja? Ich hasse es, wenn Angehörige fragen, wird denn meine Tochter auch regelmäßig rasiert? Fragen Sie mal die Kollegen. Also in EG ist es tolle, die kommen zu, wie sie wollen. Aber ich habe jetzt auch eine Bewohnerin, die mich jedes Mal fragt, ob ich das machen kann. Die immer so, ich kann das noch nicht. Das finde ich ja immer so ekelhaft, weil die Wäsche halt, die Wäsche aussortieren. Das wiederum bedeutet, wir haben immer voll die in den Haaren und Rasierklingen in der Wäsche. Also was ich das Schlimmste finde, ist bei der Pflege, wenn du Fingernägel schneiden. Ich krieg das nicht hin. Ich bin zu doof. Alter. Leck mir am Arsch! Der Jäger, ey. Bist du noch am Leben, Jesse? Nein. Hat er es auf dich geschossen? Nein, du hast dich vor mich gestellt. Ich hab null gesehen. Ja, hätte ich dich angeschossen. Ja, nee, ist klar, du lebst noch. Ja, ich lebe noch. Voll das Problem, da ist eine Mira, die es auf mich abgesehen hat. Ich glaube auch. Ja, hallo? Jetzt fahren die aber alles hier auf. Was? Ah, die haben auch Tatschanka, lol. Achtung, Mira. Achtung. Ja, ich weiß. Du wirst jetzt von hinten erschossen. Nächstes. Lol. Eigener Druck hat Gegner eliminiert. Alter Schwede, was war das? Das war ja nur noch Kugel. Das war ja doch nur. So, war das jetzt Aim on Point oder war das jetzt, keine Ahnung was? Oh, ich hab keine Ahnung. Ich hab nur noch Kugeln fliegen sehen. Bei mir läufst du mit direkt ins Visier, ey. Ach, ich bin MVP, lol. Wie hast du das gemacht mit 4 Kills? Ich hab 7. Ja, ich hab okay, Assists, du hast 4 Assists. Eben. Ist trotzdem 8, da 8. Kommt noch ein Alpha-Pack, komm. Natürlich nicht. Mal gucken. Ne, bei mir auch nicht. Jesse? Ach, komm, Alter. 33% jetzt. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt letzte Runde. So, für uns Stream zumindest. Weil, schon wieder 1 Uhr. Und ich glaube, nach der nächsten Runde haben wir dann auch schon wieder fast 2 Stunden voll. Mehr ist nicht drin nach der Arbeit. Lisa und Carsten sind übrigens noch im Discord. Mhm. Wir gucken euch wirklich zu. Ja, hoffen wir es mal. Fühlen uns immer so beobachtet. Und dann lachen die sich so einen weg. Nee, können sie nicht, weil sie kein Ego-Shooter spielen. Ey, Björn, du hättest heute dabei sein müssen. Ne? Ich wäre ja gerne, aber ich musste leider arbeiten. Lina ist alleine mitgefahren, ich weiß. Basti, Lene und ich haben sie heute sowas von ersetzt. Deswegen wollten sie ja heute mal reinschauen. Wir haben halt die ganze Zeit solche Sprüche gesagt, wie hast du gesagt dabei. Du bist gerade ein bisschen abgehackt, Jesse. Okay. Blöd. Was für Sprüche? So Sprüche wie Rucksack und ach so. Dem fehlte eindeutig ein IQ. Da haben wir so gesagt, welche Operator gut für sie wären. Ich habe gesagt, bei Isa Kev und Glass und Carsten wollte ein Kühlschrank sein als Monte. Ja, aber die beiden spielen halt einfach keine Shooter, also nicht so wirklich. Letzte Mal, als ich Carsten habe einen Shooter spielen sehen, dann war das Wolfenstein 2. Und oh, das Let's Play ging nie weiter. Die haben den Hund umgebracht. Der arme Hund. Jesse, wann fällst du nur morgen aus dem Bett? Weiß ich doch noch nicht. Hm. Ich
kann mir schon denken, wann ich wieder wach bin. So spätestens bei 10 werde ich wahrscheinlich wieder rausgehen aus dem Bett. Ich sag dir jetzt nichts, weil kannst du dich nicht drauf verlassen. Stimmt. Traurig, aber wahr. Ich würde mal sagen, 10. Rechne mal 2 Stunden später. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Yes. Bist du noch im Spiel? Bitte? Ist Jule noch im Spiel? Nee, Jule ist raus. Hä? Jule? Ist war hier raus. Discord. Ja, deswegen hab ich jetzt sie im Spiel. Hä? Okay. In der Mitte schon nicht. Ja. Falsche Richtung. Die waren über mir. Gefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Naja. Komisch, aber die war doch jetzt gerade noch die ganze Zeit da. Warte mal. Da lief die Frost. Ich habe mich gerade auf die Frostfalle geschossen, da lief sie mir da durch. Mhm. Also geh mal nicht hier runter. Nee. Aber schon mal gut, dass sie angehittet ist, das ist ein Vorteil. Du siehst auch nichts, ne? Drohne unterwegs. Okay, warte mal. Hey, ich habe ja meine Drohne hier unten noch. Mhm. Und da ist sie. Ja. So, dann checken wir doch mal. Da steht ein Tatschanka. Gucken, wo die Frost ist. Die ist nämlich vorhin hier lang gelaufen. Da ist die Frost. Hallo Frost! Ist noch beim Aufzug. Also eigentlich können wir runter. Wird nur aufpassen. Lade neues Magazin! Mhm. Schild, Achtung, könnte einer liegen. Nein, nein, hinter dem Schild ist keiner. Das Problem ist, du musst über den Schild springen und dann aimt dich Tatschanka ab. Mhm. Das ist das, was nervt. Jesse. Hm? Auf Höhe Tatschanka ist aber noch eine Wall, die kann ich sprengen. Das Ding ist, da hinten steht Frost, je nachdem irgendwo. Nee, jetzt nicht mehr anscheinend. Gut. Sie lebt nicht mehr. Ich registriere Bewegung. Ich hab einen. Hey Jesse, ich mach uns mal eine neue Tür. Da hinten sind 2 gestorben. Oh Mann! Eigenen Trupp verbleibt. Tatschanka. Ne, ich weiß. Da, hab dich gesehen, Alter. Sag mal nein. Scheiße, ich bin der Letzte. Ja. Da. Ja, hab's zu spät gesehen. Hab nur kurz auf den Tatschanka geguckt. Der hat mich dann erschossen. Ich war das Tatschanka? Nee, war's nicht. Der stand noch da hinten. Aber den habe ich auf jeden Fall angehittert gehabt. Ja,
Das kann aber auch sein, dass es Kapkan war. Wahrscheinlich. Weil der hatte keine Stahlmaske auf. Okay. War wahrscheinlich von Kapkan gekillt worden. Naja. Wenigstens habe ich noch zwei mitgenommen. Ja. Ach ja. Und jetzt haben wir auch einen Kapkan. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Ja, dann denk an die Fest. Hey, ja. Moment, ist das der Raum? Ja. Ah, Fenster! Deswegen sag ich ja. Denk an die Fenster. Ja, darf ich mal? Ja. Gut, du halt. Ich bleib mal hier. Müssen doch nicht alle jetzt bei mir kommen. Immer bei dir, Jesse. Die Drohnen. Nomad weg. Scheiße. Oh. Von wo kommt sie jetzt? Kommen wir langsam Schwierigkeiten. Kämpfer des eigenen Trumpfs bleibt. Lass mich raten, Ash? Nee, Hibana. Die sind aber auch alle, die sind aber auch drei Stück da. Ich habe keine Ahnung, wen ich überhaupt angeschossen habe von den dreien. Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Ah, passiert. Oh. Aber der hat die mitgenommen. Ja, Selbstmord in dem Fall.
Alles klar, Jule, dann schlaf gut. Schlaf gut. Immer wieder gern, Jule. Macht immer wieder Spaß. Ja. Mal gucken, ob wir das Match noch rausziehen oder ob wir jetzt auch verkacken. Ja. Lass uns mal überraschen. Ja. Noch wieder hier erkennen. Frost ist noch dabei. Wo sind die wieder? In diesem Service Teil. Mediencenter, weißt du. 5 Sekunden bis Einsatz. Hi Frost. Tschüss. Weiter zum Standort des Biogefahrgutbehälters. Last one Frost. Ja, weiß ich, habe ich gesehen. Schade. Ach, vielleicht der jetzt auf der anderen Seite. Nö. Okay. Auf was auch immer die da schießen. Das war ich. Ich hab Frost angehittet. War sie schon wieder da und wollte eine Frostmatte legen? Ja, genau da wieder. Deswegen habe ich sie angehittet. Da steht der Tashanka schon wieder. Die machen echt dieselbe Taktik nochmal, Jesse. Hm. Nur diesmal ohne Schild am Eingang. Okay. Kollege. Wo ist hier die Cam? Im Gang. Schaut, voll ich gehe andersrum. Ah, fuck. Der ist klar, der ist da weggegangen, aber hat mich erwischt. Das glaub ich schon nicht. Tatschanka. Das war nix. Verbleibender Gegner. Danke für den Assist. Der Shanker ist letzt und der ist nicht mobil. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert. Setz dich auf den anderen. Gegner eliminiert, eigener Trupp erfolgreich. Läuft. Haben wir die Runde doch noch verlängert? Ja. Nacht, Leon. Sind wir mit dem Duo unterwegs, Bandit und Jäger. Ja. Ah, Jesse, du bist ja auch meine Standardpartnerin irgendwie. Ja. Mittlerweile schon irgendwie geworden, ey. Wir müssen den Biogefahren. Mensch, Bandit, du musst ja aufpassen, dass Lina nicht zu kurz kommt, wa? Ja, und Fenster. Schon dran. Erst was ich gemacht habe, erst was zum Fenster rennen. Hat er durchgefused, weißt du das noch? Durch die Fenster. Okay.
kannst du die Tür einmal auf. Wäre sehr nice. Die Tür, wo du jetzt durchläufst. Ja, was damit? Kannst du die bitte auflassen. Da kommt aber nicht viel mehr durch. War eine gute Entscheidung mit Jäger. Ich wollte gerade unseren Mate retten. Ich lade ein neues Magazin. Tschüss, Fluss. Ne, ich weiß, da kommen mehrere. Na toll. Ein Kämpfer des Eigenen. Ash und Nomad im Doppelpack und dahinter steht auch noch Sledge. Na, weiß. Ja. Drei auf einmal, die auf mich geschossen haben, aber Nomad hat sich den Kill geholt. Ja, ist klar. Eigener Trupp eliminiert. Mission gescheitert. Ich sag ja, Dreifachpack, ey. Nomad und Ash wirklich simultan nebeneinander und Sledge stand dahinter. Das war echt übel. Na gut. So, gehen wir ins Menü. Ja. So, ich bedanke mich dann erstmal bei euch allen beim Zuschauen. Danke, dass ihr so spät nachts noch mit dabei wart. Ich bedanke mich bei Jule, die mitgespielt hat und jetzt schon in den Federn liegt. Bei Jessie, die mir hier noch Gesellschaft leistet. Gerne. Und ich bin total Multiplayer runter als GSG 9. Huch, ich hab schon eine neue Daily. ja. Und damit sage ich dann auch ciao, haut rein. Euer Falco sagt ciao, ciao. Tschüss.